Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zunächst einen sehr, sehr verspäteten keltischen Merkurtag. Ich habe hier das Vollmondhoroskop vor mir vom 21. Juli. Das ist dieser Sonntag, also im falschen Kalender Sonntag. Hier ist es natürlich ein großer Saturntag. Der Tag davor, der Samstag, ist daher ein Freitag, der 13. Und der Vollmond beschreibt im Allgemeinen auch die Zeit der Ernte. Also das heißt, man bekommt das zurück, was man gesät hat. Also du bekommst, was du gesät hast. Du erntest, was du gesät hast. Und die letzte Zahl in der neuen Zahlenreihe ist auch die 8 quid pro quo. Oder auch, glaube ich, in der Fachliteratur, glaube ich, die Wurst ist rund, der Zwieback eckig. Also das wissen wir, das sind die ewigen Worte. Glaube ich, Sokrates hat das seinerzeit schon erwähnt. Da war aber auch schon relativ von Sinnen. Aber wie auch immer. Wir sehen hier ein bemerkenswertes Horoskop. Deswegen bemerkenswert, weil zunächst einmal haben wir ein Achsenkreuz, was sich quadriert. Aszendent Waage, MC Krebs. Das sind immer große Spannungen. Also das ist ein Horoskop, was etwas verspricht, etwas verheißt. Und wir haben sowohl kardinalen Aszendenten als auch kardinalen MC. Das heißt, hier tut sich jetzt etwas. Aus diesem Horoskop folgt etwas. Ich würde das nicht als Auslösehoroskop bezeichnen, sondern das ist die Auslösung. Dieses Horoskop ist die Auslösung gleich in einem. Also das ist gleich so im Doppelpack, im Kombibock. Also nimm 2 Zoll 3, also glaube ich so ungefähr nach dieser Logik läuft das. Und wenn wir schauen, wir haben wieder einen gestürzten Aszendenten Waage und daher, nicht daher, aber in dem Fall tatsächlich, alle Häuserspitzen in Opposition. Spitze zweites Haus im Skorpion, Stadt im Stier. Spitze drittes Haus im Schützen, Stadt in den Zwillingen. Spitze viertes Haus im Steinbock, Stadt im Land. Im Krebs. Und wir haben hier, ja, Stadt, Land war, glaube ich, so ein Spiel, was wir früher als Kinder gespielt haben. Und interessant, wir haben hier Skorpion gerade an der Spitze des vierten Hauses im Steinbock. Und hier haben wir Waage gerade, 15 Grad und 3 Minuten. Na, das kann ja schon mal interessant werden. So, und worum geht's? Kommen wir gleich in Medias Res, also gehen wir scharf aus, sagen wir gleich, um was geht's. Also das heißt, wir sehen hier Sonne, Herrscher des 11. Hauses im 10. Haus, die Europäische Union, möchte quasi hier overrulen, also das heißt, sie möchte hier die Stadtsipaten ausboten. Wo sind die Ausgeboteten? Das heißt, wir sehen hier die Boten, Herrscherin des 10. Hauses, Mond im 4. Haus, das heißt, hier terrorisieren sie derweil die Bevölkerung. Wir haben eine Mond-Pluto-Konjunktion. Mond-Pluto steht natürlich immer für Kontrollzwänge, für Machtausübung, in dem Fall, wenn es sich um Herrscherin des 10. Hauses handelt. Und Pluto ist das zweite Haus, das erkennen wir sehr, sehr schnell, dass die Menschen ein großes Geldproblem haben und das Geld spielt auch hier eine große Rolle. Mars, auch zweiter Herrscher, der erste Herrscher des Skorpiones im 8. Haus, das sagt uns schon einmal was. Und natürlich auch Mars, Herrscher des 7. Hauses im 8. Haus. Ui, Krieg spielen, das kostet teuer. Ui, 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 das kostet uns Kopf und Kragen. Aber das ist ja auch ihr Ziel. Sie wollen uns ja hier in ein Drittweltland verwandeln, also das heißt, wo die Menschen dann wieder mit Kunstbärenfällen, ja, keine echten Bären, keine Frage, sondern mit Kunstbärenfällen grunzend sozusagen in ihren Wohnhöhlen hausen. Das hätten sie am liebsten, absolut CO2-neutral, der Traum sozusagen aller Gründioden, ja, was auch immer. Ja. Wir sehen hier eine ganz klare feindliche Haltung, ja, Europäische Union gegen die Stadtsipaten, also hier eindeutig eine ganz eminente Spannung. Aber was auffällt, wie gesagt, Vollmond, die Erntezeit. Jetzt ist die Erntezeit und das Ernteglück, jeder wird ernten, was er gesät hat. Ja, ich verwechsel die beiden Worte immer wieder. Jeder wird ernten, was er gesät hat. Das heißt, wenn ich Unkrautsamen gesät habe, dann darf ich mir kein Getreide erwarten. Und in dem Fall haben sie Totenköpfe eingegraben. Und was werden sie ernten? Naja, Skull and Bones, kann man sagen, werden sie ernten. Und hier sehen wir dann natürlich auch Mond in einer wunderschönen Halbsumme mit Mars und Neptun.
Willensschwäche, sich große Sorgen machen. Die Untergrabung des eigenen Staates steht hier drinnen. Interessant, gell? Hm? Merkwürdig, was man da so alles rauslesen kann. Ja? Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Das heißt, sie werden das bekommen, was ihnen zusteht. Denn der Vollmond findet auf 29 Grad und 9 Minuten statt. Ich kann dir das gerne zeigen. 29 Grad, 9 Minuten, also aufgerundet, hier abgerundet ein bisschen. Das heißt, wir sind hier in einer Endphase. Wir sind in einer Endphase und die Sonne strebt schon in den Löwen hinüber. Die will ja mit Bevölkerung, mit Menschen, die wir mit dem gar nichts zu tun haben. Sie sind ja schon zu best, zu höher, also von königlichem geblüht. Ja. Ja, aber denen blüht noch einiges, das kann ich euch garantieren. Ja, es ist großartig, es ist einfach großartig, denn wir haben auch hier, ja, auch hier auch diese selbe Halbsumme, wie es der Mond hat, mit Mars, Neptun, haben wir Sonne, Neptun und Mars. Auch schön, auch lustig. Da geht es hier um schwachen Lebenswillen, schwache Antriebe, überhaupt eben große Schwäche. Ja, die große Schwäche. Hat nichts mit Schwächerter zu tun. Ja, ja, Schwächerter, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Ja, vielleicht kannst du mir da helfen. Warum werden so viele Flüsse nach Biernamen benannt? Ich habe das nie verstanden. Wieso ist das so? Die Schwächert wurde nach dem Schwächerter Bier benannt. Aber wie auch immer, ja, das sind Phänomene, die niemand erklären kann. Und wir haben hier, das ist schon fast, ja, das ist schon eine Art, der Sargdeckel ist das. Ja, hier, Sextil, ein Sargdeckel. Ja, jetzt, oder eigentlich ist das der Sarg, jetzt muss nur noch der Deckel drauf. Ja. Entschuldigung, das ist der Sarg. Die Sargnägel, die liegen hier überall herum. Denn wir sehen ein Pluto-Mars-Trigon. Das könnte schon spannend werden, das könnte schon lustig werden. Also das heißt Holodretolie, das heißt hier kann schon spannend werden, denn der Mars ist hier am 21. schon in den Zwillingen. Ja, ich habe das Horoskop Mars-Übergang in die Zwillinge noch nicht gemacht. Das überlege ich mir morgen zu machen. Geht sich noch aus bis zum 20. Ja, also am Samstag geht er in die Zwillinge. Und in den Zwillingen ist der Mars natürlich viel beweglicher, viel impulsiver. Wird auch Mars in den Zwillingen als die Schwertzunge bezeichnet. Also das heißt, hier kann es dann doch zu intensiven Artikulationen kommen. Also das heißt, natürlich, wenn ich Mars in den Zwillingen für verbale Ausdrucksformen nehme, für impulsive verbale Ausdrucksformen und dann hier Pluto als die Tiefe noch dazu berechnet, dann würde ich sagen, der Duden, der große Duden, der Schimpfwörter Duden, der wird sicherlich noch, wir wissen, der hat oft von Duden und Blasen keine Ahnung, das heißt, wir werden doch viele neue Einträge dazu bekommen. Also das wird man auch sehen, weil hier große Wortkreativität, ja, große Wortkreativität. Aber in erster Linie ist hier Herrscher von zwei Mars im achten Haus. Das schaut mit dem Finanzsystem nicht gut aus. Also das heißt, hier könnte etwas drohen. Also das heißt, wir sehen hier schon, da kommt etwas auf uns zu, aber das wissen wir eh schon. Das ist alles Schnee von vorgestern. Wir wissen, der Euro wird so Mitte 2025 das Zeitliche segnen und mit ihm auch sozusagen hier die Europäische Union ganz schnell im Orchestergraben oder beim Souffleur. Kann sein, dass sie nicht im Orchestergraben, sondern den Umweg über den Souffleurkasten nimmt. Kann auch sein, ja, vieles ist möglich. Und hier Herrscher von drei, Jupiter, neuntes Haus. Da haben wir die Verbindung, die Straße und das ferne Ausland. Könnte ich mir vorstellen, ein bisschen kreativ darf ich ja denken, auch wenn wir hier jetzt den Faktor Bevölkerung jetzt nicht so direkt an Bord haben, ja, weil da bräuchte ich zumindest ein Quadrat zwischen Jupiter und Saturn, haben wir noch nicht, weil Saturn ist Herrscher des vierten Hauses, aber sei es drum. Ja. Trotzdem sehe ich hier natürlich wieder viele junge, bunte Männer-Smarties hier im neunten Haus, das Ausland sozusagen, wir brauchen nicht mehr auf Urlaub ins Ausland, es ist schon hier, also es ist schon bei uns angekommen und das ist ein Phänomen, was das ganze Land betreffen kann, weil Venus als Herrscherin von 1 in 10 bedeutet, dass dieser Vollmond eine große Bedeutung hat, also das ist ein sehr ernstes Thema, da geht es nicht um Aufstieg, Karriere und Beruf, sondern ich würde sagen, das ist eine sehr ernste Geschichte und natürlich das 10. Haus kann man auch, viele Astrologen bezeichnen, das heißt die Öffentlichkeit kann man gerne gelten lassen und wenn wir dann hier die Öffentlichkeit haben, die Straße und Jupiter, Sextil, Venus, da könnte sich schon etwas entwickeln, etwas entfalten, also das volle Aroma könnte schon, ja, das ist schon, da werden die Schatten schon in Richtung August vorausgeworfen, voraussichtlich, so heißt es, und die Venus ist auch gleichzeitig Herrscherin des achten Hauses.
Naja, also langweilig dürfte es jetzt nicht werden. Wie gesagt, der Mars wird dann auch eine Konjunktion mit Jupiter bilden. Ist an sich eine sehr positive, eine sehr angenehme Konstellation. Schauen wir uns aber dann in den nächsten Tagen an. Das wird ungefähr im neuen und schwachen Monat, werden wir hier die Auslösung haben. Aber auf jeden Fall ein spannendes Horoskop. Wir sehen Saturn als rückläufiger Herrscher des vierten Hauses im fünften Haus. Die Leute versuchen offensichtlich verzweifelt ihren Lebensstatus zu behalten, was natürlich unmöglich ist mit rückläufigen Saturn in den Fischen in Konjunktion mit Nessus. Mit Nessus kann man vergessen. Also wie gesagt, ist Asche, Wurm, aber was auch immer. Und vielleicht können wir hier auch noch den Spiegelpunkt gelten lassen. Das ist eine interessante Geschichte, weil wir haben hier, Spiegelpunkt. Eigentlich ist es ein Spiegelpunkt, aber ich sehe ja hier die Halbsumme zwischen Saturn, Neptun und Mondknoten für die Bevölkerung. Ein ganz eigener Spiegelpunkt, und der bedeutet natürlich auch Minderwertigkeitsgefühle, Leid, ja, Trauer. Und natürlich hängt das hier mit dem Krankheitshaus zusammen, ja, Neptun. Neptun in 6 ist so die siechende Krankheit, die köchelt da leise vor sich hin. Nein, nicht leise rieselt der Schnee, das ist bei Temperaturen um 380 Grad schwer möglich, ja, aber möglich ist alles. Und der nördliche Mondknoten im 6. Haus zeigt uns natürlich, dass hier jetzt die Menschen sehr stark nachdenken. Ja, so. Sie hätten vordenken sollen, aber es ist halt, ja, besser nachdenken als gar nicht denken, aber ist egal. Hier kommen jetzt späte Erkenntnisse, weil Neptun ist ja Krankheitsthema, das heißt, hier werden sie, und natürlich kommen da die großen Ängste bezüglich der Vergangenheit auch heraus. Ja, das sehen wir auch aus dem südlichen Mondknoten im 12. Haus. Also das heißt, große Ängste. Bevölkerung hat große Ängste, aber Stazipathos mit Mars, Neptun haben auch große Ängste. Also denen geht's, sind auch nicht gerade glücklich. Und genauso auch die Freundinnen und Freunde aus der Europäischen Union. Ernte frisch auf den Tisch. Ganz genial, wir haben hier eine sowohl als weder noch Konstellation, ich habe hier keine Fixsterne gefunden, macht nichts, brauchen es eh nicht mehr. Und ich möchte nur an diesen legendären Witz erinnern, der ist, bitte nicht lachen, weil er nicht lustig ist. Ein Mann bittet beim Friseur, hat dort eine Rasur bestellt, und er bittet um ein Glas Wasser, und der Friseur fragt verwundert, warum wollen Sie ein Glas Wasser? Und er sagt, naja, er möchte schauen, ob seine Gurgel noch dicht ist. Ja. Und deswegen, ich kann Ihnen nur raten, sowohl den Stazipaten als auch den EU-Fanten, ja, kann ich nur raten, bitte passt auf, dass ihr euren Kopf nicht verliert. Ja. Manche verlieren den Kopf, das wissen wir. 1789 bis 1791, das sind so viele Köpfe gepurzelt. Also das heißt, bitte aufpassen, unbedingt aufpassen. Aber auch diesen Rat von mir werden Sie nicht befolgen. Das heißt, das Schicksal wird seinen Lauf nehmen. Mehr möchte ich zu dem Horoskop gar nicht sagen. Es ist so, für mich eine klare Sache. Ja. Es ist eine lupenreine Sache. Sie sind in Vollpanik. Ja. Sie sind in Vollpanik. Die versuchen halt hier noch die Bevölkerung zu gängeln und zu erpressen, zu nötigen, weil Blut des Herrschers des zweiten Hauses im vierten Haus heißt, man spielt hier ganz brutal mit den Geldnöten der Menschen. Das heißt, es werden ihnen noch etliche lustige Sachen einfallen. Aber wir sehen ja hier die Straße. Straße ist hier Freiheit, ja. Herrscher von 3-9, große Freiheit, Gerechtigkeit, ist schon sehr stark besetzt. Also da spüren wir schon eine Vorspannung. Also da kommt schon was bei heraus. Also keine Sorge, das kommt schon. Ganz, ganz entspannt bleiben. Also schaut sehr gut aus. Für uns schaut es. Für die schaut es nicht mehr gut aus. 29 Grad, 9 Minuten, das sind tiefe Fische gerade. Das ist eigentlich, die Show ist gelaufen. Weil die 29er gerade zeigen mir, dass sie in einer totalen Schwächephase sind. Gut, mehr brauchen wir dazu. Ja, schwächer, schon wieder da. Ja, Wahnsinn, schwächer. Wir haben die alte Zahlenreihe, 21.07.2024, 21.07.28, plus 2 ist doppelte 30, 32, 36, 9, ja Wahnsinn, wie das heute geht. Ja okay, ich habe geschummelt, ich gebe es zu, ja. Ich habe es obergelesen, ja. Ich gebe es ja zu, die 21 kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, die 28, ja, eher das Prinzip Hoffnung, die 30, Rückzug eher, ja, 32, Rütelzahl, ja, das kommt schon gut ran. Die 36, große Weisheit, Wissen, naja, okay, puh, weiß ich nicht. Und die 9 als letzte Zahl, Merkur, schauen wir mal. Merkur haben wir, glaube ich, nicht erwähnt. Merkur ist Herrscher des 12. Hauses
im 11. Haus, also das heißt, hier ist auch noch das Thema Ratlosigkeit und Planlosigkeit in der Europäischen Union. Interessant, weil ich gesagt habe, wieder, es war ja nie weg, dieses Thema. Also das muss man auch sagen, es war ja nie, ist ja nie verschwunden gewesen. Und hier 9. Haus, ja. Und natürlich, das 12. Haus steht natürlich, ja, Volksgenossen, im realen Sozialismus ist Neptun für den Kommunismus und den Sozialismus richtig. Also das heißt, wir sehen hier natürlich Phantasmagorien im 11. Haus, ja, das würde hervorragend passen. Realitätsverlust, 11. Haus, Europäische Union, ja, das passt auch fantastisch. Und das 9. Haus, Herrscher von 9 in 11, naja, Gerechtigkeit, Wahrheit, puh, da wird es Schwierigkeiten. Da muss ich mir einen anderen Begriff einfallen lassen. Welcher Begriff könnte passen? Naja, vielleicht im Zusammenhang mit dem 12. Haus, der Verlust der Realität. Aber das haben wir vorhin schon erwähnt. 9. Haus, der Verlust der Gerechtigkeit, der Verlust des Gesetzesstatus. Ja, natürlich, also Gesetze sind unverbindliche Empfehlungen, die dann gebrochen werden, wenn sie eben nicht mehr opportun sind. Also eh logisch, ja, das ist, glaube ich, so wird es praktisch, also von oben her. Wir unten müssen zahlen, also Zahlemann und Söhne, aber wie auch immer. Ja. Also somit haben wir Merkur auch noch besprochen. Den Uranus, gut, das ist das alte Lied, passt auch, Uranus im Stier, ja, da geht es um Verlust von Besitz und Vermögen und als Herrscher des 5. Hauses, Uranus im 8. Haus, das haben wir so oft schon gehabt, den Verlust des Wohlstandes, den Verlust des Wirtschaftswachstums, vielleicht auch der Verlust des Urlaubs, ja, das kann auch sein, keine Sterne in Athen, stattdessen Schnaps in Sankt Kathrin wird er geheißen, der Stefan Remmler, genau so hat er geheißen. Und das heißt, wir haben hier 3. Haus Wirtschaft, Handel und Industrie, wenn wir das hier ein bisschen umsetzen können, Herrscher von 3 in 9, würde dann natürlich auch bedeuten, Verschwindibus Maximus, also rette sich, oder Opa rette sich, wer kann, das heißt, alles schnell weg, egal wohin, Hauptsache weit weg, Hauptsache raus aus Deutschland, also das ist auch hier, gut, für Vollmond-Horoskop ist ein bisschen übertrieben, aber wenn wir es im Sinne einer Ernte sehen, und natürlich ist das jetzt überreif, auf 29 Grad ist es überreif, es ist der 2. Vollmond im Sternzeichen Krebs, also das hat schon besondere Bedeutung, und hier natürlich goodbye, my love, goodbye, also das heißt, hier machen sich schon viele Firmen auf die Socken, ja, oder auf die Strümpfe, die haben die Trümpfe, wir haben dann die Strümpfe, also das heißt, wir haben hier auch klare Fluchttendenzen. Herrscher von 3 in 9 kann natürlich auch bedeuten, dass sich die Wirtschaft verabschiedet. Großartige Leistung. Also das heißt, man kann unseren Stadtsipaten nur den größten Dank aussprechen. So, also unwahrscheinlich, ja, unwahrscheinlich. Schauen wir jetzt die neue Zahlenreihe an. Das heißt, wir haben hier den 30. Grad des 4. Monats Krebs. Im Jahr 1742, also um 282 Jahre, korrigiert, wir wissen, Papst Silvester, der Zweite wollte das Millennium feiern, er wollte den Tausender, da wollte der Papst sein und hat halt die Uhren für ihre Draht. Nein, nicht die Ohrwascheln, das sind die Ohrwascheln sind nicht die Uhren. Ja, aber im Dialekt ist es beides, ist ja wurscht. Wir haben 30, 34, 35, 42. Da habe ich Wunschdenken an den Tag gelegt. Nein, doch nicht. Doch, passt. Ich habe jetzt einen doppelten Viererrechner. 44, ja, es tut mir leid, mit 10 Fingern bitte um Verständnis. Also ich muss manchmal einen Taschenrechner nehmen. Das heißt, wir haben hier 30, 34, ja, 34 könnte schon hinkommen, da ist viel Action, da tut sich sehr, sehr viel. Ja. Große Dynamik, 35, große Rüttelzahl, ja, da sollte man sich wirklich dann festhalten. Die 42, die große schwarzmagische Zahl, könnte die hier da sein? Naja, braucht man, glaube ich, nicht lang suchen. 2 Planeten im 8. Haus, passt, Mond-Pluto-Konjunktion in Doppelopposition zur Sonne, passt auch. Also die 42, die große, große schwarzmagische Zahl, das heißt, hier holt man sich alles mit Zwang und Macht. Ja, das heißt, sie wollen hier noch einmal richtig aufdrehen, aber leider haben sie den Griff schon in der Hand, weil der Griff ist abgerissen, da geht gar nichts mehr. Aber sie lassen immer noch gerne die anderen schlecht darstellen. Jetzt kommt Rosamunde Pilcher, die 44, Zürich Kosmos, sagt man,
näht es wieder zusammen oder so ungefähr. Das ist ein genialer Versicherungsspruch. Die beste Versicherung ist gar keine, weil da erspare ich mir die monatlichen Prämien dann, insbesondere wenn ich es in Sachwerte und Edelmetall investiere. Die 8 als letzte Zahl, quid pro quo, die Wurst ist runter, zwiebackeckig, dem einen geht's gut, dem anderen dreckig. Und das ist genau diese Aussage dieses Horoskops. Das ist es, die 8, das ist der Punkt. Die sind jetzt konfrontiert mit all dem, was sie in den letzten Jahrzehnten angerichtet haben. Und jetzt bekommen sie endlich die Rechnung präsentiert. Leute, ich sage es euch, große Zeiten kommen auf uns zu. Für uns ja, für sie leider. Was heißt leider? Ich sage nichts. 1, 2, 3, magische Minuten, 19.50 Uhr. Wir haben großartige Arbeit geleistet. Ja. Ich würde sagen, 85% des Erfolges, den wir jetzt sehen, ist auf unsere Arbeit zurückzuführen. Gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man muss es positiv sehen. Danke, dass du so wunderbar mitgemacht hast und bitte auch immer bedenken, alles das, was du an positiven Energien aussendest, weil wir arbeiten nur so mit diesen Kreaturen, wollte ich jetzt sagen, mit diesen Gestalten oder Personen ist noch entwürdigender, mit diesen Personen wollen wir uns überhaupt nicht auseinandersetzen, das heißt, wir bleiben in der positiven Energie, wir bewahren den Überblick, wir bewahren die Gelassenheit und einfach, ja, der Blick in die Ferne, wird auch Fernrohr genannt, deswegen wahrscheinlich, und bitte, positive Bilder, Erfolgsbilder und der Joker dabei ist natürlich deine positive Emotion, das heißt, wenn du dich gut dabei fühlst, wenn du in gute Gefühle hineingehst, dann hast du den Faktor 5000 auf deiner Seite, das heißt, dann wirst du sozusagen zum, ja, nehmen wir halt diesen blöden Begriff Avatar, das heißt, du strahlst, du wirst sozusagen zum Leuchtturm, ja, zum Leuchtturm und die anderen, die werden dann zu Leuchtwürmern und Leuchtkäfern degradiert, die dann in diversen Fallen landen werden. Gut, genug geschwurbelt. Alles Liebe, großartigen keltischen Mittwoch, ja, im falschen Kalender haben wir einen 18. Juli, einen Donnerstag und bitte 19.50 Uhr, du weißt Bescheid. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.